Ecken ein Elfer. Und hier ist Ihr Moderator, Albert Nsia. Einen wunderherrlichen wünsche ich euch heute hier mal aus Neuenhain. Ihr habt ja auf Facebook über 140 Mal abgestimmt, dass dieses Spiel gegen Kelkheim heute aufgezeichnet werden soll. Und hier bin ich, so wie sich das natürlich auch gehört. Heute spielt der Tabellenführer SG Kelkheim, die schon seit 18 Spielen ungeschlagen sind, gegen Neuenhain hier auf dem, ja, eigentlich ganz guten Rasen. Auf dem Rasen zu spielen ist eigentlich immer was ganz Geiles. Insofern, entweder wird Kelkheim heute hier die Meisterfeier feiern oder Neuenhain holt die 3 Punkte und kann dann den 2. Tabellenplatz, sprich den Relegationsplatz, sich sichern. Na, wer weiß, wie Schwanstein nächste Woche spielt, wir werden sehen. Aber auf jeden Fall hört ihr jetzt erstmal die Stimmen zum Spiel von Trainern und Kapitänen. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß bei 3 gegen 11. Ihr habt ja noch die Möglichkeit, den 2. Platz zu festigen. Wie willst du das Spiel jetzt angehen gegen die Jungs da oben? Wir werden das Spiel heute ein bisschen anders angehen als die letzten Wochen. Haben uns eine Taktik überlegt. Letztendlich ist schon die erste Taktik ist der Rasenplatz. Wir spielen eigentlich in der Regel auf dem Kunstrasenplatz. Wir wissen, wie Kelkheim auftritt, wir wissen, wie Kelkheim spielt und haben uns darauf eingestellt. Ich glaube, 1 oder 2 Wochen spielt ja Kelkheim gegen den Tabellendritten, gegen Schwanheim. Ne? Meinst du denn, wenn ihr das Spiel heute, oder ich sag mal, wenn ihr keine 3 Punkte holt, ist das, ja, ist die Saison dann schon abgeschrieben? Ich schätze die Kelkheimer so ein, ich habe sie relativ ehrgeizig kennengelernt und ich glaube nicht, dass sie das letzte Heimspiel herschenken würden. Also von daher, ich glaube schon, dass Goran mit seiner Truppe durchaus den Ehrgeiz hat, dann im Feierspiel quasi, im letzten Heimspiel zu Hause, sicherlich nicht zu verschenken hat. Ich meine, die Jungs sind bis jetzt dato ungeschlagen, wollen sie sicherlich heute bleiben, aber sie wissen, denke ich, auch ganz genau den Punkt, den sie noch brauchen, den können sie auch nächste Woche in Hochheim holen. Also von daher, wäre schön, wenn wir heute keine Festivitäten auf dem Platz von Kelkheim erleben würden. Hm? Das heißt, wie geht das Spiel heute aus? 3-1 für uns. Das ist ja mal ohne irgendwie, dass ich nachfragen muss, ohne Gelaber und alles. Das ist ja sensationell. Das ist eine Zielsetzung, ganz einfach. Ja, gut sehen wir aus. Schwarz-Weiß-Bild halt. Okay, ja, das würde ich auch sagen. Ne? Ich spiele heute gegen den Tabellenzweiten. Wenn die Jungs gewinnen sollten, also der Gegner, kann ja eigentlich euch nichts passieren, oder? Ja, so weit gucken wir eigentlich gar nicht. Wir sind, auch wenn das Wetter schön ist, nicht hierher gekommen, einfach ein Wetter zu genießen. Wir wollen schon hier was holen, ist ganz klar. Und am besten, jeder weiß es ja, wie die Tabellenkonstellation ist. Ja, wir stehen ganz oben, ja, und heute haben wir erst einen Matchball sozusagen. Den wollen wir ganz klar ausnutzen. Ja. Ich denke mal, es wird eine knappe Geschichte heute. Ich schätze mal 2-1 für uns. Die Neuenhainer gehen ja extra, weil sie gegen euch spielen, auf den Rasen. Meinst du, das könnte vielleicht dann doch das Zünglein an der Waage sein und ein Nachteil für euch? Ich sehe das nicht als Nachteil, nein. Also wir haben jetzt überwiegend natürlich die meisten Spiele immer auf dem Kunstrasen gemacht, aber der Rasen sieht sehr gut aus und ich glaube nicht, dass wir da irgendwie Probleme bekommen sollten. Okay, das heißt, ihr könnt heute die Meisterfeier einläuten? Ich bin fest davon überzeugt, ja. Das Spiel habe ich ja auf Facebook voten lassen. Wie habt ihr es denn geschafft? Ihr habt ja über 140 Klicks da gesammelt. Wie habt ihr das denn hingekriegt? Habt ihr einen Tipp vielleicht für die anderen, fürs nächste Mal? Ja gut, wir haben viele junge Spieler, die da anscheinend tagsüber auch da ihre Kontakte haben spielen lassen bei Facebook, Twitter, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich habe Familie, Kinder, bei mir ist das schon ein bisschen. Ich habe mal ein Like gemacht, habe es irgendwie hingekriegt, weil war schon etwas schwierig. Aber sie haben es anscheinend den Jungs gut erklärt oder den Mädels oder der Familie, keine Ahnung. Und ja, wie gesagt, einfach teilen, teilen, teilen und dann passt das schon. Ganz genau, ich habe nichts hinzuzufügen. Euch viel Spaß jetzt beim Spiel. Jede Menge Zuschauer bei dem Spitzenspiel und Derby hier der Kreisliga A und jede Menge Zuschauer. Aber gut, da hat der Elfer ja auch noch ein bisschen dazu beigetragen. Aber vorm Anschluss erstmal diese geniale Aktion. Liebe Gäste des FV Neuenhain, ich darf Sie heute recht herzlich begrüßen bei dem Spitzenspiel Kelkheim zu Gast hier beim FV Neuenhain. Ich möchte aber auch diese Möglichkeit nutzen, mich bei einem Spieler zu bedanken vom Gegner, der eine tolle Zeit hier in Neuenhain gehabt hat. Das ist der Spieler mit der Nummer 9, der Oliver Both. Den möchte ich mal ganz kurz zu mir bitten. Lieber Oliver, 55 Spiele für Neuenhain, mag vielleicht nicht viel klingen, aber dabei 60 Tore erzielt. Was? Echt? Von uns nochmal ganz, ganz vielen Dank für die tolle Zeit, auch von der Mannschaft. Wir wünschen dir für die Zukunft bei deinem neuen Verein alles Gute und dass du gesund bleibst. Und als kleines Dankeschön und Erinnerung, du hast auch schon selbst drin gespielt. Kriegst du noch ein Trikot mit den Unterschriften der Jungs? Danke. Ja. Vielen Dank, Olli. Ehrung hin oder her. Kelkheim, die einfach aktivere Mannschaft in der Anfangsphase oder überwiegend in der ersten Halbzeit, muss man sagen. Hier die erste Chance, die erste dicke Chance für den Capitano. Dann die zweite. Und wer war das? Das ist der geehrte Spieler. Starker Kopfball, aber leider nicht vollendet. Ich glaube, da hätte er sich wahrscheinlich auch keine Freunde gemacht.
Ja, Aufsteiger in die A-Klasse 2012, 2013, das war letztes Jahr. Und wenn man sich die Chancen vom Gegner anguckt, könnte man sagen, die Jungs spielen immer noch, als wären sie in der B-Klasse. Da hättest du noch was da davon, wenigstens. Ja, wenigstens mal das Netz berührt. Aber es ging dann gut weiter. Jetzt fanden auch die Neuenhainer mal den Weg Richtung gegnerisches Tor. Und das ist eine Chance, die kann man mal machen. Und kurz vor der Halbzeit noch dieser Standard. Knapp war's, aber auch abgefälscht. Dann ging es in die zweite Halbzeit und da hatte Neuenhain direkt zwei Riesendinger. Einmal hier und im zweiten Versuch. Aber der Gästekeeper mit ganz starken Reflexen. Dann mal ein Standard für die Heimmannschaft. Eigentlich weit weg vom Tor, aber irgendwie schafft es der Ball in den 16er zu kommen. Erste Chance und jetzt was ein Monsterreflex vom Gästekeeper. Schaut euch das. Da spielt ihr den Ball in die entgegengesetzte Richtung und da reißt er trotzdem noch den Arm hoch. Sensationell gehalten. Überragend. Ja, jetzt haben wir nochmal einen Standard für euch. Achtung, hier. Eigentlich könnte man sich denken, oh, gut, nicht so wild der Freistoß. Vor allem schon gar nicht aus der Position. Aber dann der Spielertrainer führt ganz schnell aus, Marco Uzay. Dann kommt der Ball wieder in den 16er. Und wer steht dann da? Batsch macht's! Das 1:0! Unverhofft kommt oft, muss man da fast sagen. Der eingewechselte Turgay Bulut mit der Führung. Sechste Spielminute, Tor für den FA Neuenhain durch den Spieler mit der Nummer 10, Turgay Bulut. Aber es ging dann auch stark weiter für die Neuenhainer. Wieder ist es der agile Turgay Bulut über die linke Seite, der hier Auge beweist. Nee, nicht wirklich. Das Ding muss eigentlich drin sein. Und normalerweise wird man für sowas auch bestraft. Okay. Deshalb jetzt aufpassen. Was würdet ihr entscheiden? Schiedsrichter Dieter Stork hat es hier wirklich nicht einfach. Aber wie ich finde, entscheidet er vollkommen zu Recht. Denn hier sieht man, er fädelt einfach nur ein und lässt sich dann fallen. Vielleicht sogar noch gelbwürdig, aber gut, auf jeden Fall kein Strafstoß. Dann nochmal so ein weiter Ball in den 16er rein. Und da steht er ganz frei aus 5 Metern. Das ist eigentlich eine hundertprozentige, aber es bleibt beim 1:0. Auf dem überragenden Kampf auf dem historischen Rasen in Neuenhain. Sorry. Der ist älter als wir alle zusammen. Das soll was heißen. Ein dreifaches. Geht noch länger, Jungs. Also ich muss ja sagen, um ehrlich zu sein, ich bin da oben fast an der Kamera eingeschlafen. Ja? Und dann noch dieses 1:0.
Was sagst du dazu? Gerechtfertigt oder glücklich? Letztendlich am Ende des Tages schon glücklich. Also wenn man sieht, Chancenverteilung, Spielanlage von Kelkheim war stark. Wenigstens bist du ehrlich. Ja, sieht man, dass zu Recht auch Tabellenführer sind. Ja. War glücklich am Ende, muss man schon sagen. Also waren zwei gleichwertige Mannschaften und am Ende hat halt der Glückliche gewonnen, fertig aus. Ja. Ja. Ich glaube, das geht übel aus. Das war's auch schon wieder von Dreiecken an Elbe. Mensch. Das war echt harte Kost, die wir hier zu sehen bekommen haben, aber glücklicherweise doch noch mit einem Tor wenigstens, ja. Und mit mir beim Arschießen im Tor. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Danke, Neuenhain. Danke. Ja, whatever. Ihr wisst Bescheid, wenn euer Handy kaputt ist, Leute. Mai Reparo in Wiesbaden. Ich hab's beim letzten Mal falsch gesagt. Das ist gar nicht die Webergasse, sondern es ist der Kranzplatz. Also am Ende von der Fußgängerzone in Wiesbaden findet ihr Mai Reparo. Aber alle, die von euch clever sind, wissen ja, was Google ist. Oder? Also, wenn euer Handy kaputt ist, gibt es nur eine Antwort. Reparo. In diesem Sinne, bis demnächst. Ich hoffe bei euch auf dem Platz. Schreibt mir eure Spielvorschläge. Bis dahin. Ciao, ciao.